Oh. Oh fuck, jetzt kommt's aber. Ich hab's doch gehört, so kraxelndes Scheißviech. Wo ist es? Es versteckt sich. You can run, but you can hide. Oh, da. Lesen. Huh? Rom. Rom war die Zeremonie bekannt als vor... Was, muss ich das lesen jetzt? Hm. Ah, da unten steht was. Hm. Komisch. Ich will es aber gar nicht lesen. Aber das sieht man auch irgendwie ein bisschen mehr als mit. Was kraxelt hier? Was kraxelt hier? Was kraxelt hier? Was war das? Noch irgendwas zum Lesen. Gut, nichts zum Lesen. Ja, wechsel mal die richtige Taschenlampe. So, gut, da ist nichts mehr. Da ist hier irgendwas noch. Ist da auch was? Ne, da ist nichts mehr. Gut, 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 gut. Oh, verdammt, da liegt wer. Da liegt er. Hey, lebst du? Nein, ich lebe nicht mehr. Du lügst! Gut, der ist auch nicht mehr. Na, ne, ne, ne. Na, da ist nichts mehr, da ist nichts mehr. Da gibt's nichts zu holen, aber viel. Oh. Ich hab grad den Schatten gesehen. Oh, da ist er. Das ist aber ein großer Junge. Komm runter. Don't fuck with me. I said, don't fuck with me. Oh, verdammt. Ich habe das Gefühl, dass das hier schwer wird. Ja, und jetzt? Oder? Na, komm runter. Mir hast du deinen Meister gefunden! Ja, komm runter! Runter mit dir! Runter mit dir! Stell dich! Irgendwann musst du dich deinen Ängsten stellen! Ja, und auch jetzt musst du dich deinen Ängsten stellen! Oh. Was ist jetzt los? Na komm jetzt! Blöde Sau! Wo? Was ist mit dir? Komm runter! Gestirb! Stirb! Komm! Okay, du wolltest es nicht anders. Oh, verdammt. Wie schieße ich denn? Nein, wie schieße ich? So schieße ich. Oh, verdammt, aber so schieße ich nicht. Ich will noch abdrücken auch. Na komm, komm, komm. Schieß! Wie schieße ich? Nein, was mache ich? Die Stange ist für den Arsch. Die Stange ist voll für den Arsch. Boah, das Viech macht mich narrisch. Also entweder ich skipp den Scheißdreck oder ich lasse es jetzt wirklich mal da. Oder komm jetzt. Ich werde zornig. Fuck, ist das Viech zäh. Jetzt komm runter. Ja, endlich. Zack, und mit dem Fuß. Und das hast du aber reichlich verdient, du Arsch. Ach, du blödes Kack-Drecks-Arschviech. Wie schieße ich jetzt? Und ich habe doch irgendeine Notiz aufgehoben. Ah ja, hier. Noah, voll viel Text. Na, warte mal, nur rechts. Ja. Wer es überspringen will, kann es ja skippen. Im Hinblick auf den kürzlich stattgefundenen und noch nicht aufgeklärten Mord an oben genannten Häftling in unserer Einrichtung hat von Ihnen und Ihrem Personal eine vollständige Überprüfung aller Isolations- und Abgrenzungsprozeduren zu erfolgen.
Ich erwarte Ihren Bericht bis spätestens 21. November auf meinem Schreibtisch. Ihr Bericht hat die vollständigen Untersuchungsergebnisse in Bezug auf Napiers Mord zu erhalten. Enthalten. Einschließlich einer Liste aller Personen, die zum Zeitpunkt der Tat für die Aussicht des Opfers verantwortlich waren. Ganz besonders bin ich an Details interessiert, wie ein anderer Häftling Zugang zum abgesonderten Bereich erhalten konnte. Beachten Sie, dass auch das Wachpersonal nicht vom Verdacht ausgeschlossen wird und dementsprechend vorgegangen werden sollte. Diese Untersuchung hat höchste Priorität. Ich bin entschlossen, Ryles Ruf als erstklassige Haftanstalt wiederherzustellen. Betrachten Sie das als erste und letzte Warnung. Also, das ist wahrscheinlich der Dings, dass wir den umgebracht haben. Murphy, wo ist Murphy? Murphy? Steht nicht da. Gut, aber ich glaube, das war doch ich, oder? Die Achse ist gebrochen. Also, ich habe den doch getötet. Das war doch mein Vergehen. Sehe ich hier sowas so? Hallo? Sehe ich was? Nee, ich sehe nichts mehr. Ich habe keine Waffe mehr. Nichts habe ich. Hör auf zu klettern. Gut, wir haben vorher gesagt, wir würden nie einen Sessel nehmen, ne? Und jetzt haben wir ihn schon in der Hand. Ich glaube jetzt wirklich, dass das Dings da vorne aufsteht. Ich scheiß mich jedenfalls extrem davor an. Ja. Und hoffe, dass das Spiel jetzt endlich mal einen Speicherpunkt herschenkt. Denn, ja, den brauchen wir. Den brauchen wir. Na komm, steh auf, du. Ich hab keine Angst vor dir. Looks like somebody has specific taste in entertainment. Sieht wie Latex aus. Die Latexfrau steht doch auf. Ja, und jetzt? Das kann's doch nicht gewesen sein. Die Latexfrau steht doch auf. Ja, wir sammeln jetzt mal die Sesseln, oder was? Ja, wo muss ich denn hin? Latexfrau, kannst du mir nicht mal einen Tipp geben? Du bist doch schon länger hier. Nein, ich weiß nichts. Okay. Aber wer war... Warte mal, hier habe ich doch... Ich habe doch UV-Dings, scheiße, oder? Hä? Ich höre doch da... Ich... Will ich mir das ein, oder? Komm, Mann, das UV-Drecks-Scheißding muss doch für irgendwas gut sein. Wo kann ich da raufklettern? Hä? Wo drücke ich das jetzt hin? Oh, mir ist voll heiß. Boah. Kann ich da jetzt rauf? Oder kann ich da was lesen? Auch nicht. Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Das ist doch irgendeine Art Rätsel. Oder da muss ich irgendwas verschieben. Irgendwas ziehen. Was ist hier? Kann ich hier? Gibt es hier nicht irgendwo was? Nein. Gibt es hier gar nicht. Die Latexfrau liegt noch immer da. Völlig entspannt. Ja, geht's dir gut? Ja, freut mich. Und sonst gibt es hier nichts. Oder? Kann ich hier da so rauf? Nein, kann ich auch nicht. Hallo? Gut. Ich höre die ganze Zone spinnenähnliches Scheißkrabbeln. Das macht mich ganz narrisch. Sieh, das hätte wer was gesucht. Das Chaos kann ich mir nur so erklären. Tick, 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 tick. Tick, 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 tick. Also entweder hämmert er hier irgendwie auf die Tastatur oder da kraxelt etwas. Anders könnte ich es mir nicht erklären. Fuck, man. Ich würde doch keinen Marathon laufen, nur um irgendein Rätsel lüften zu können. Oder ich schaue jetzt mal einfach schnell beim Walkthrough. Untersuchen. Warte mal, noch irgendwas. Naja, das haben wir gut, das hatten wir schon. Welcome to Shepherd's Glen. Und hier irgendwas? Nein, auch nicht. Und hier ist ja auch nichts. Ja. Gut, ich schaue ein Walkthrough. Keine Ahnung. Ich habe gerade gemerkt, dass ich hier raufklettern kann. Wusste ich nicht. Jedenfalls geht's hier weiter. Aber so. Boah, what the fuck, was war denn das?
Ich, oh mein Gott, ich, boah, was war das jetzt? Oh, oh. Ach du, holy fuck. Oh mein Gott, wo? Der war doch hier. Boah. Was war das jetzt? Das war so ein weißes, komisches Scheißdrecksviech. Hallo, ich möchte jede Konfrontation außer... Oh. Da ist wer drinnen. Da ist wer drinnen. Aber wir haben die Kombination nicht. Scheiße, will ich nicht rein. Ich will hier nicht rein. Ah, fuck. Warte mal. Was war hier nicht? Ich muss auch eine Karte sein. Ah, shit. Nix. Hier gibt es gar nichts. Gut, gut, gut. Oh, hier. Ja, genau. Sehr schön. Warte mal, ich geh trotzdem so. Like a boss, like a boss. What the fuck? Es geht nie. Hä? Oh mein Gott, ich geh. Oh. Ich hab ein scheiß Gefühl hier. Ich geh doch den anderen Weg zuerst. Ich denke, warte, ich geh. Schau mal beim anderen Weg hier. Ich hab hier irgendwie so ein Gefühl, dass ich dahin muss. Das ist auf jeden Fall ein kleinerer Raum. Ist mir sympathischer, schön übersichtlich. Frozen Camera, like Silent. Like Resident Evil, nicht Silent Hill. Aber. Ich höre immer so scheiß Flüstern. Wenn du jemanden verlierst, den du liebst, was ist dann? Dann ist er weg. Gusch! Oh fuck. Zahlenkombination incoming. Hier, drücken. Oh, mich macht das narrisch, wenn es so viele Wege gibt. Ich weiß nicht, welche ich gehen soll. Gib mir den. Oh, jetzt. Ruckel. Stop, ruckel, like. Ja, ich muss noch kurz schauen. Oh, okay, es wird langsam knapp auf meiner. Ja, ich muss, glaube ich, kurz cutten. Ich mache gleich wieder weiter, weil, ja, jetzt wird, glaube ich, der Speicherplatz langsam knapp. Ups! Bis gleich! M-E-G-A, I'm not to me today, send me a file. Mach auf, die Scheißtür. Der Platz von meiner Platte ging auf dieser Partition langsam, aber sicher zur Neige. Was bedeutet, ich mache jetzt einfach mal weiter und ich will aber wirklich nur so lange weitermachen, bis jetzt der Speicherpunkt kommt, denn langsam möchte ich... Radio! Yo, DJ Rex, what's wrong, yo? Yeah, give me some songs, bitch. Ich laufe mit meinem Sessel durch die Bibliothek. Ich habe kein Problem damit, auch wenn mich die Leute schon komisch anschauen. Warum ich mit meinem Sessel so merkwürdig rumlaufe. Aber das geht sie gar nichts an, denn ich fühl mich gut dabei, wenn ich mit meinem Freund den Sessel
rumlaufe wie ein Bekloppter, der auf Ecstasy in der Bibliothek nach einem Speicherpunkt sucht. Oh ja, es hat sich zwar nichts gereimt, aber das ist mir so scheißegal. Denn jetzt ganze schweift das in Metal ab. Ah, nee.